Nachdem wir uns jetzt ein wenig mit unserer Nextcloud vertraut machen konnten, wie wir Dateien und Ordner anlegen, wie wir gemeinsam drin arbeiten, wie wir diese Inhalte teilen, anderen zur Verfügung stellen, möchte ich jetzt gerne eine weitere Funktion vorstellen, nämlich die Umfrage. Diese finden wir hier oben in der Navigationsleiste unter Umfragen und haben dann ein eigenes Menü, wo wir unsere Abfragen und Umfragen managen können und verwalten können. Ich klicke auf Neue Umfrage hinzufügen, um eine zu erstellen und wähle aus, ob es eine Datumsumfrage oder eine Textumfrage sein soll. In der Regel geht es ja immer darum oder oft darum, mit Kolleginnen und Kollegen einen gemeinsamen Termin für irgendetwas, abzusprechen, herauszufinden. Dafür ist sowas hervorragend geeignet. Ich klicke also auf Anwenden, Datumsumfrage und kann nun die Optionen, also die verschiedenen Termine mit einfügen. Das tue ich hier oben im Verwaltungsbereich der Umfrage. Das heißt, ich klicke auf Optionen und kann nun die verschiedenen Datumsoptionen angeben. Zum Beispiel jetzt der 21. März um 10 Uhr als Termin Nummer 1. Dieser wird dann hier automatisch hinzugefügt. Ich möchte jetzt Termin Nummer 2 hinzufügen. Das ist dann der 21. März um 11 Uhr. Okay. Dann vielleicht nochmal der 22. März um 13 Uhr und dann nochmal der 22. März um 15 Uhr. Das sind die vier Auswahlmöglichkeiten, die werden mir dann auch direkt hier angezeigt. Jetzt habe ich die Möglichkeit, einen Haken zu setzen bei Erhalte E-Mail-Benachrichtigung bei Aktivität. Das heißt, sobald einer meiner Gäste sich hier einträgt, bekomme ich eine Benachrichtigung per E-Mail und weiß genau, aha, da hat sich etwas getan. Unter Freigabe kann ich dann einfach auch nochmal den öffentlichen Freigabelink jetzt erzeugen, denn es geht ja darum, diese Umfrage anderen Personen zugänglich zu machen. Auch hier habe ich dann die Wahl, entweder für Nextcloud-Userinnen und User oder eben für eine allgemeine Öffentlichkeit, dass jeder, der den Link hat, da auch dran teilnehmen kann. Ich erstelle also einen öffentlichen Link, kopiere ihn in die Zwischenablage und simuliere jetzt mal wieder in meinem anderen Browser, wie es eben ist für Gäste, unter diesem Link an der Umfrage teilzunehmen. Zurück in meinem privaten Chromium-Browser kopiere ich jetzt wie zuvor auch den Freigabelink einfach in die Adresszeile. Ich bin nicht eingeloggt und komme jetzt auf die Seite der Umfrage. Zuerst ein Hinweis: Wir wollen ja ein Datum für die Mitarbeitenden oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt herausfinden, eruieren. Da macht es natürlich Sinn, wenn wir auch Namen haben, denen wir den Termin auch zuordnen können. Und das wird hier nämlich genau gefragt oder gebeten, dass man sich hier mit einem Namen noch mal kurz eingibt, dass man eben weiß, zu welcher Person gehört denn jetzt dieser Eintrag. Man muss sich nicht registrieren, sondern einfach nur einen Namen eingeben und kann dann eben auf OK klicken, um an dieser Umfrage mit dran teilzunehmen. Die möglichen Optionen, die werden mir hier angezeigt, genauso wie der beschreibende Text, all das, was wir im Vorfeld bei der Umfrage eben festlegen konnten. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, meine Optionen jetzt einfach auszuwählen. Diese werden dann entsprechend auch grün hinterlegt. Und wenn ich jetzt eben den Browser verlasse, dann gehen diese Ergebnisse automatisch zum Ersteller der Umfrage zurück. Schauen wir uns nochmal das Backend, also den Verwaltungsbereich in der Nextcloud an, weil hier sehe ich jetzt gerade, hat sich etwas getan und der Nutzer Tobias Aha, wo ich mich jetzt gerade zum reiner Zufall mit dazugeschaltet habe, ist jetzt hier direkt mit dazugekommen mit den entsprechenden Umfrageergebnissen. Genauso wurde auch gerade eine E-Mail verschickt, dass eine Abstimmung stattgefunden hat. Soweit erstmal zu den Funktionen, die wir mit unserer Cloud bieten. Die sind durch sogenannte Add-ons natürlich erweiterbar. Da kann man sich, da muss man sich auch damit beschäftigen. Aber ich hoffe, ich konnte in dieser vierteiligen Reihe einen kleinen Überblick über unsere Cloud, über Nextcloud generell bieten. Wie gesagt, für Mitarbeitenden in der EKN, wenn Interesse besteht, unsere Cloud zu nutzen, reicht eine kurze E-Mail an mich. In diesem Sinne noch viel Spaß auf unserer neuen Website, sich auch mit den Tools, mit den Methoden auseinanderzusetzen und bis bald. Tschüss.
you